Moin, moin, hier ist euer Mr. Selector und mit dabei der Negativ. Moin. Hallo, hallo, hallo. Ja, heute mal, wir zocken ja schon lange DayZ, aber wir haben jetzt schon seit einer geraumen Zeit unseren eigenen Server gemietet und zocken DayZ Origins, was natürlich sich ein bisschen abändert von DayZ, vom allgemeinen Spielprinzip. Ihr seht ja schon, hier ist Negativ sein riesenvolles Anwesen. Was ist das denn, Alter? Das sieht aus wie eine Löwe. Wie ein Löwe? Ja, das Auto hier. Wie so ein Panzer, Alter. Achso, der Scrap-APC. Scrap-APC, ja, das haben wir uns schon aufgebaut. Hier ist sein Häuschen. Und da hinten ist eine Garage. Ich habe noch kein Häuschen. Ich muss dazu jetzt auch was sagen. Ich hatte ja auch schon einen komplett aufgebauten Feuerwehrwagen, wo alles drin war. Alle Steine und alles. Und ich wurde beklaut. Scheiße. Beklaut und zerstört. Ihr seht's ja auch. Das Haus bei Nussnougat. Ja, Lars. Was ändert sich ja eigentlich ab jetzt von DayZ Origins? Aber man muss noch eins dazu sagen, DayZ Origins hat jetzt ein neues Update bekommen gestern, noch, das 7.5. Yep. 1,4 GB. Das heißt, ja, ihr seht das hier oben rechts. Ihr habt da jetzt so eine Statusleiste, wie viele Kills. Ich habe jetzt 11 Zombies gekillt. Ich habe noch keine Abzeichen. Und ach, alles so ein Mist, ja. Ja, sieht aber schick aus. Also das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, was jetzt fehlt, ist leider die Geräusch- und Sichtbarkeitsanzeige. Ja, ja, die ist weg. Das fand ich immer ganz nett, aber ansonsten... Also auf was warten wir jetzt hier? Der Negativ, ihr werdet den gleich hören. Der wird mich gleich abholen mit dem Helikopter. Und ich zeige euch mal was. Was habe ich denn jetzt schon im Inventar? Ich habe eine M4, A3 mit Archok. Ich habe ein Nachtsichtgerät, ein GPS und eine Hacke, alles so ein Mist. Wo ihr das Nachtsichtgerät und alles herbekommt, das zeigen wir euch gleich mal. Also, ich habe da halt... Ich habe zwar schon eins, aber der Negativ nicht. Und ich brauche noch ein Genie-Suite, das wäre cool. Also, ich stehe... ich sag ihm das mal kurz an. Quatsch. Ich bin, naja, in einem Haus 2879. Und dann dort, holen wir uns ab. Wie weit bist du denn weg? Bin gleich da. Ich will nur vorher kurz aussteigen, mich umziehen und meine Waffe wegpacken. Was heißt warten? Also ich bin, für alle, die es wissen wollen, in Shangrad. Hier vorne ist ja so ein Hafengelände, da kriegt ihr Haufen Zeug, um euren Heli zu reparieren oder Autos zu reparieren. Ach, genug Mist und so. Ja, hier die steht und so. Ich werde im YouTube schon in dem YouTube-Kanal, wo ich hochlade, das ist Selector 82, werde ich auch einen Link reinpacken, wo der Z-Map hat, wo ihr dann halt könnt, wo ihr besser fest. Ja, wir werden den Sektor B fahren, oder? Da fliegen wir jetzt gleich, wenn ich, wie gesagt, ich bin nur alle dagegen, weil... Sektor B ist... Sektor B, wir sind hier. Sektor B... Ist hier. Ja, habt ihr drei LKWs? Oder vier sogar? Nee, mittlerweile ist es nur noch einer, der an einer festen Position steht, und einer, der immer random auf der Map auftaucht. Auf jeden Fall, da ist das beste Zeug drin. So eine riesen Mega-Rucksäcke mit 40 Slots, Nachtsichtgeräte und alles so ein Scheiß und Waffen und alles so was. So, das ist weg. So, warte. Ich gehe da jetzt ohne Waffe rein. Uns abknallen, knallen ist uns ja ab. Kann ich da auch ran in ein Haus? Ohne Code nicht, nee. Ich komme auch so nicht ran, oder? Da müsste Unlock House irgendwo stehen. Naja, ist ja auch egal, weil wir werden jetzt hier nicht den Code. Ach, scheiß drauf, komm. Zur Not, wenn du irgendwas jetzt nicht unbedingt gerne verlieren möchtest, kannst du das zur Not in Scrap APC, weil wenn er dann respawnt, hast du wenigstens das ganze Zeug wohl, weißt du? Ja, sehen wir mal, Alter, aber die Geräusche sind ja fett, war schönes Quietschen und Knarksen. Jo. So, warte mal. Ich gehe da auch ohne Waffe rein, denn ich guck jetzt mal. Wir fliegen jetzt mal und mein Nachtsichtgerät will ich hier behalten. Ah. Ich will meinen Rucksack erstmal hier behalten, weil erstens, wenn, dann holen wir uns da eh einen neuen Rucksack raus. Ja, gut, ich habe auch noch kein Haus, weißt du?
Ja, pack's ein Scrap APC. Da so, rein, mein Nachtgerät, pack mal da rein. Mein Rucksack. Wenn ich den Rucksack jetzt in den Scrap APC packe, bleibt auch mein Inventar da drin? Das, was du im Rucksack hast, bleibt im Rucksack. Okay, mal gucken, ob da überhaupt noch was Wertvolles drin ist. Ne, so viel ist da nicht mehr drin eigentlich. Ein paar Magazine. Ach, und ein G36 habe ich auch noch. Gut. Ach, hier vom letzten Mal, wo wir drin waren. Okay, dann packe ich den mal mit drin, ne? So. Alles klar, Jungs, wir fliegen los. Ja, warte. Oh ja, so, willst du da oben? Was du da anhast? So, als Kapitän. Achso, so drauf. Ach, ich will mal hin. Schön alter Russenkiste. So, auf geht's in unser Sektor. Es sind auch nur wirklich 24 Kilometer. Ja, das heißt. Ja, so, besonders so ein Radweg wäre jetzt ganz schön. Ja. Aber wenn ich nur, glaube ich, jemanden hier noch. Ja, ist das hier? Ja, Wasser? Nee. Ja, wir wollten in welchem Dienst Konzert machen, eine kleine Dachensparte. Wir wollten spenden, die Notwasser von Sachsen und Sachsen-Anhalt. Ja. Ja. Dann mit jemandem, ja, die nur noch 80 Euro. Oh. Ja, das ist doch, wir werden auch geil, ganz geil machen. Überall steht Professor. Also ich habe, wir beide haben ja das noch mal gesehen, eine ganze Weile nicht mehr zugenommen. Weiß ich nicht, ob sich das da jetzt großartig verändert hat, zwecks Autos und aber hier, wenn du über Origins wurde KPP, findet alle Nase lang geworden. Das musste sich natürlich aufbauen, aber ihr findet die Sachen auch alle Nase lang und Pfeile und sowas. Wie gesagt, was ich abgeändert habe von Dayset, ist halt dieser geile Mega-Rucksack mit 50 Slots. Ganz geil. Ist das eine Lichtquelle, oder? Ja. Und dein sogenannter Bravo Raidschutz, der hat ihn auch mehr. Ja, ja. Das heißt, wenn ihr euer Magazin erschießt, lasst immer eine Kugel drin und wechselt das Magazin. Und wenn eure alle mal, wenn ihr die ganzen Magazine bis auf alles hier runtergeschossen habt, geht raus aus dem Spiel, schleucht wieder neu drauf, eure Magazine sind wieder alle. Ist richtig. Das ist zwar nicht gerade die Erbenwerbung für mich, nur noch mal, solange es sich nicht auspatchen. Und was war noch mit der Tages- und Nachtgebung? Alle 4 Stunden, oder? Ich glaube, das waren alle 4 Stunden. Auf alle Fälle ist er jetzt mit dem einzigen Superpatch geschmeidiger geworden. Ist so mit innerhalb von 2 Minuten. Es ist leicht dunkel. Auf einmal ist es ganz dunkel. Aber auf jeden Fall habt ihr jetzt die 12 Tage und 12 Uhr Nacht. Und das ist alle 4 Stunden, also 4 Stunden Echtzeit. Oder 4 Stunden Echtzeit. Nee, ich glaube, das waren bis eigentlich 4 Stunden Echtzeit. Ja. Okay, also Echtzeit eurer deutschen Echtzeit. Wechselt ihr alle 4 Stunden nach? Ich glaube auch, ich bin hier also manchmal zu viel hier vor. Oh, scheiße, ja, also, nein. Ja, wollen wir einen Crashers-Dayset machen? Also ich könnte mal so schreiben. Ich habe ja ein paar Abonnenten im Auto. Weil wir jetzt nicht bei Let's Plays. Aber Lars hat es Kind noch mehr so verstehen, dass ich verstehe. Ich wurde ja damals gefallen, ich weiß nicht, soll man kaufen, ich würde nicht kaufen. Ja, vielleicht machen wir mal was noch die Kiste hier beim Mal. Aber wir haben gesehen, wir haben ein bisschen Retro angefangen zu choppen. Ein bisschen Dayset. Also. Ich werde das jetzt nicht mehr so im Rhythmus halten, dass ich jetzt alle paar Tage da was hochladen wird. Machen wir werden das jetzt mal so wie wir Bock haben, weißt du? Das kommt nicht. 10 Kilometer. Das ist gut. Thank you.
von oben rein. Und hat man eine Seite nur, aber das ist ja, das würde ich jetzt hier anders haben. Ja, ja. Aber was ich sehe, ich habe gerade gegessen. Mein Essen ist vorangeschickt, also mein Essen ist halt bereit. Ja. Ja, das ist. Ich bin so nicht mal gespannt, wie es mal da ist. Aus welcher Richtung oder Schüssel er abkommt. Ich wollte mal hier von dem LKW schnell runter. Soll ich? Ja. Ich würde den überraten. Fuß. Nee, auch nicht rum. Das ist, wo man nicht direkt beschießen kann. Mal ob sie jetzt in Unterstützung, wenn das noch nie mal in Ruhe kommt. Oh, ich bin gleich mit drin. So sieht das aus. Schön Knüppel hast du in der Hand. Reich aber hoch, lass mich mal fliegen. Oh nein. Obwohl Ronny hat es ja versucht gehabt. Und der hat gesagt, er ist mit zurechtgekommen. Ja, bei Battlefield kommt Ronny mit zurecht, ich lasse es hin. Arma 2, ganz geil. Oh, scheiße. Das habe ich auch gelesen. Hier sind die zwei Dings. Sektor B, da sind. Oh, da sind die Helis. Scheiße. Lars, ey, was ist denn, wenn die uns jetzt bumsen? Die beschießen uns, Alter. Die haben uns entdeckt. Aufgestiegen. Wir müssen runter, Mann. Lars hat den Fallschirm. Ja, du hast den Fallschirm. Soll ich mich doch an seinem G? Patrouille ist aufgestiegen, verfolgt. Das sieht so aus, nämlich gerade gesehen habe. Wenn das gerade ein, haben ja jetzt bei Sektor B auch Schrauberkampf, wenn die das Einkommen von Reifen. Ja. Ich glaube, die Helis hat es noch nicht geschossen. Doch. Ich habe ja die externe Ansicht von dem Heli. Da kam es auch schon das Seil drauf. Darum haben wir unser Zeug erstmal beiseite gepackt. Das ist das Wichtigste. Ah, das Problem ist, der Heli könnte uns auch nicht böse. Oh, das ist Waffel. Oh. Runter, 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 runter. Da ist der Heli kaputt vorne. Sieht böse aus, das sieht böse aus. Lars, Alter, lass mich hier raus! Aus den Häusern. Wohin? 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 Erstmal zu dem Turm rennen. Welchen Turm? Der hier vorne steht. Ich bin down. Raus. Du bist down? Oh, kacke. Fuck! Okay, Sektor B ist gar kein Vergnügen mehr, ey. Mein Blutvorrat geht runter. Oh, scheiße. Mein Rucksack waren die ganzen Blutkonserven. So sieht das aus, Jungs. Sektor B, das war vorher aber nicht so schlimm, ey. Nee, da konnte man jetzt schmeicheln. Ach, ich bin tot. Ich bin tot. Also jedenfalls blutig. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt nochmal rauskomme. Ich weiß nicht, von wo der Sack mich getroffen hat, aber das ist jetzt mal nicht so eine einfache Sache. Also, ich habe jetzt auch ein gebrochenes Bein, sehe ich. Und ich liege schon tot da und wir sind beide tot. Vielen Dank für das Zuschauen und wir sehen und hören uns später. Ciao.